Lang, lang ist's her, lang ist's her. Seit der letzten Folge von Let's Play Suikoden 5. In der letzten Folge haben wir ein Haus im Walde ausgeräuchert von Dieben. Doch war noch irgendein Spion Giselles vor Ort und nur Leon ist aufgefallen, dass da noch etwas im Busch ist. Doch nun steht das Finale an, im Kampf um die Hand der liebreizenden Wildfangprinzessin Lyms Lea. Wird sich Belkut durchsetzen und Schilderich in seine Schranken verweisen und damit Giselle eine Abfuhr erteilen, wie wir uns alle wünschen? Ich habe das Gefühl, da kommt noch was, aber wir wissen es nicht. Deswegen schauen wir uns die Geschehnisse im Folgenden an. Ich glaube, unsere Wege trennen sich hier. Okay, mach ihn fertig, Tiger. Eye of the Tiger! Wir dürfen keinen bestimmten Kämpfer bevorzugen, deshalb können wir dich nicht anfeuern, leider. Das ist schon in Ordnung. Mir bedeutet es viel, dass ihr wohlwollend an mich denkt. Diesen Schilderich finde ich ziemlich furchterregend. Bitte sei vorsichtig. Viel Glück, vielleicht sind wir bald Schwäger. Lach mal das Zweite. Ach, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber es stimmt. Wenn ich gewinne, dann sind wir verschwägert. Das wäre für mich eine große Ehre. Jetzt habe ich einen Grund mehr gewinnen zu wollen. Aber jetzt muss ich los. Belkut hat die Gruppe verlassen, ist die Frage. Hätte ich ihn wieder nackig machen sollen, damit die weiblichen Zuschauerinnen was zu gucken haben. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, er braucht seine Ausrüstung noch irgendwie für den Kampf. Aber vielleicht wird das auch einfach zu hoch eingeschätzt. Jetzt ist die Frage, müssen wir nochmal pennern oder nicht pennern? Wobei wir haben, glaube ich, gepennert. Nur hat Leon uns ein wenig spät geweckt oder wir haben zu stark geschnarcht. Mal speichern, ob irgendwas Wichtiges noch anfällt, aber ich habe ja quasi gerade erst neu geladen. Also gehen wir mal zurück und hoffen, dass wir noch rechtzeitig kommen um das Finale. Oho, Randale, oho. Uns auch angucken zu können bei dem, was uns hier erwartet. Ladies and gentlemen, it's now time for the championship match. Das Herzlein von Lyms Lea muss gerade exorbitant. Pom, 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 pom. Entering the arena representing Giselle Godwin is Hilderich. Sieht aus wie eine alte Frau. Von vorne. And his opponent, the Konakon Swordsman Belkut. But something's wrong. Rückenproblem. What's the matter with him? Maybe he doesn't feel well. He seemed fine a little while ago. He's made it to the arena, so he must be well enough to fight. Let's see what happens. Commence! Das sieht nicht gut aus. He can barely defend himself. He's nothing like he was yesterday. What's the meaning of this? Wir haben ihn gerade mal eine Minute aus den Augen gelassen. Belkut! Stopp. Wow, cool. That's enough. Stop the match. And the winner is... Hilderich! Buh! Buh! Stinkefinger! Buh! Frage mich, ob Giselle irgendwann den Vayne macht. Und Papa tötet. Ich hätte jetzt gedacht, dass Lyms Lea ihrem Bruder jetzt irgendwie an den Rock oder wie man es nennt, fallen wird. Belkut? Bringt ihn auf die Krankenstation. Ist der Doktor da? Seht nur her. Ich bin Dr. Seidberg, Hausbesitzer. Ja, Eure Majestät. Prinz. Freador. Ja? Ist Lumi jetzt bei uns oder nicht? Mal sehen. Darf ich hier hin? Darf ich wieder zurück auf Ehreplatz? Prinz Belkut ist auf der Krankenstation, nicht da lang. Ah, gut, dass Lyon mal wieder dabei ist und mir sagt, dass ich da lang darf. Da lang muss. Okay, man konnte zwischen den Zeilen da rauslesen, aber manchmal weiß man nicht so recht. Okay, durch das Eingreifen des Prinzen hat Belkut irgendwie noch überlebt. Obwohl die ja mit Schaumstoff-Gummiknüppeln
um sich herumschlagen. Von daher glaube ich nicht, dass Berkut jetzt in Gefahr gewesen wäre. Also so richtig, wirklich. Prinz Berkut ist auf der Krankenstation, nicht da. Wie wär's denn, wenn du mir einfach sagst, hier lang, da lang, rechts, links. Nein, das sage ich jetzt nicht. Ich vermisse die Korridore von Final Fantasy 13. Nein, das tue ich nicht. Alles andere. Ich habe nur keine Ahnung, wo es lang geht. Ich habe eine Woche lang das Spiel nicht mehr gespielt. Fast zumindest. Aber ich glaube, genau, diesen Weg habe ich gesucht. Und jetzt einfach mal schon oben schön rum. Und dann ist hier irgendwo die Krankenstation. Oder war hier? Nee, hier war es. Ne? Da ist das Krankenstationsschild. Willkommen bei Freunden der AOK. Ich habe das Gefühl, ihm wurde irgendwie entweder was reingespritzt, so die dicken Lippen aufgebessert, oder Alkohol. Berkut, is he all right? I said, how is he? Is he going to be all right? Please, calm down. Have you no manners? You shouldn't be shouting at an injured man's bedside. Right. Sorry. His injuries look worse than they are. It seems they're all superficial, nothing life-threatening. I see. Thank goodness. But it looks like he was put to sleep with magic or a drug. What? Is that why he was so unsteady? But it couldn't have been magic. True. The Runekeepers keep a close watch, so if magic was used, they'd know right away. So the only possibility left is a drug. But I don't see any evidence of that either. What do you mean? Aren't doctors supposed to be able to spot something like that? I'm just as confused as you are. He doesn't show any of the typical signs of being drugged to sleep at all. Even if it was a drug, who gave it to him? And when? Berkut was with us all morning. It couldn't be. Let go of me! Let me through! Wait! Hold on, you! Berkut! No! Marina. Hey! You're not allowed in here! Guards, stand down! Oh, yeah, yes, Your Highness. Pardon me. Eine ganz perfide Angelegenheit. Drogen nicht unbedingt nachweisbar. Magie wahrscheinlich auch nicht. Dann ist die Frage, ob irgendwie was in... Da Lyon ja irgendwie was ahnt, ob irgendwas im Waldeshäuschen passiert ist oder sowas. Oh, Berkut, oh Berkut, nein! Beruhig dich, Marina. Seine Verletzungen sind nicht so schlimm, wie sie aussehen. Er ist bald wieder auf den Beinen. Es tut mir leid, es tut mir so schrecklich leid. Sie sagten mir, er würde noch vor dem Kampf einschlafen. Ah, sie hat ihm das verabreicht. Marina, du hast doch nicht... Die Suppe, die du ihm zum Frühstück gemacht hast. Unmöglich! So eine Droge gibt es nicht! Doch, ich kenne eine. Sie ist völlig geruch- und geschmackslos. Niemand könnte sie entdecken. Und wenn man sie eingenommen hat, dann sieht es so aus, als würde man schlafen. Auch für ein geschultes Auge. Lyon, woher weißt du? Aber diese Droge dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben, soweit ich weiß. Dann hat Marina tatsächlich... Aber warum? Warum tust du so etwas, Marina? Aus Liebe. Als ich daran dachte, dass Berkut gewinnen könnte und die Prinzessin heiraten würde, als mir klar wurde, dass er dann für mich unerreichbar sein wird, das ist der Grund. Sie haben dir aufgetragen, dass du das sagen sollst, nicht wahr? Was? Diese Schläger gestern. Sie haben dir aufgetragen, das zu sagen, oder? Sie haben dir auch die Droge gegeben. Nur der Adel könnte sich so eine Droge verschaffen. Vielleicht arbeiten die Typen von gestern für einen Adligen. Nein, nein, ihr versteht das alle falsch. Ich habe das ganz alleine gemacht, ganz ehrlich. Bitte glaubt mir, wenn ihr das nicht tut, werden die Besitzer und die Besitzerin sehr... Aha, jetzt wird die Sache langsam klarer. Oh, Marina... Mir gefällt das überhaupt nicht. Alles und jeder macht sich hier irgendwie verdächtig. Ich rede mal mit Segai. Lyon hat die Gruppe verlassen. Was? Und Sayalitz ebenfalls. Und George sowieso. Wir brauchen niemanden. Wir sind alleine auch glücklich. Ja, alles kacke gerade. Also,
Ich meine, das ist... Farik, ich wollte doch eigentlich noch reden. Oh, Prinz, wartet. Ihr wollt euch auch mit Sigai treffen, nicht wahr? Ich komme mit. Und warum packt ihr mir die arme Lyon jetzt gerade aus... Okay, damit ich vielleicht mit ihr sprechen kann oder so. Aber ich kann auch so mit ihr sprechen. Egal, dann kann ich eben nur den Normaldialog jetzt mit ihr sprechen. Aber ich wollte eigentlich nur mit den anderen reden, dabei ein bisschen rum hin und her laufen. Sigai? Ja. An dieser Sache scheint mir auch etwas faul zu sein. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn du ihm einen Besuch abstattest. Wo ist der? Im Knast ist der, ne? Ich kümmere mich um diese Person. Geht und erledigt, was notwendig ist, Prinz. So, Erste-Hilfe-Massage. Aber... Es tut mir so leid. Ich bin in Panik geraten. Aber jetzt geht es mir gut. Es war jemand bei der Hütte, der mir die Medizin gab. Ich glaube nicht, dass er noch dort war, als ihr kamt, um mich zu retten. Ich bin nicht sicher, ob es ein Diener eines Adligen war oder nicht. Okay, das musste ja Mr. Schönbub gewesen sein oder sowas. Moment, ging's hier runter? Ah, hier gab's... Ob es hier runter zum Knast ging, das wollte ich gesagt haben. Ah, eure Hoheit, der Prinz. Ich habe eine Nachricht für euch vom Kommandanten der Ritter der Königin. Von seiner Majestät Ferid? Ja, Lady Lyon. Die Segnung des Siegers und die Abschlusszeremonie werden gleich beginnen, aber keine Sorge. Wir springen für euch ein, also tut das, was euch jetzt am wichtigsten erscheint. Das ist die ganze Nachricht seiner Majestät. Ich meine, ich finde es irgendwie dämlich. Ferid merkt aber auch alles, nicht wahr? Ich meine, was soll der Müll? Oh, wir haben betrogen und wir kommen damit durch, weil es anscheinend keine Regeln dagegen gibt oder sowas. Oder betrügen erlaubt? Ich weiß es nicht. So, Zigai, wo bist du? Wo bist du, Zigai? Komm her, komm zu Papa Bernd. Bist du der Zigai? Nee, der hatte muskulöse, nackige Arme oder sowas, ne? Nein, der redet nicht mit mir. Das ist ja eine Sauerei. Zigai, Trudelu. Ich habe keine Ahnung, wo Zigai jetzt sein soll. Aber Lyon sagt uns... Wird uns wahrscheinlich irgendwann mal Bescheid sagen. Nee, hier geht's nicht lang. Obwohl, dann hätte ich uns hier schon gesagt. Moment mal. Mit dir reden, dass du uns reinlässt, oder was? Diese Gladiatoren sehen die Nachsicht der Königin als Schwäche an. Deshalb denken sie, sie können nach Armes. Was? Wie, sie können nach Armes? Achso, sie wollen nach Armes auswandern, oder was? Um Betrügereien zu verhindern, wurden nicht teilnehmende Gladiatoren zu ihren Besitzern zurückgeschickt. Aha, und Zigai müsste jetzt bei seinem Besitzer sein? Warten, die Zigai waren der Gladiator, oder? Oh mein Gott! Oder ist er hier in diesem schönen Befragungsraum? Das könnte natürlich auch sein. Ah! Oh, ihr seid auch mitgekommen? Zigai, bitte jetzt mal Klartext. Was ist hier los? Du hattest gar nichts zu tun mit diesen Spionen aus Armes, nicht wahr? Nein. Was? Sie tauchten plötzlich neben mir auf und quatschten drauf los. Mich hat nicht wirklich interessiert, was sie sagten, aber sie gaben mir keine Gelegenheit zu gehen. Hatte ich es mir doch gedacht. Ich glaube das nicht. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das spielt eh keine Rolle. Ich bin in Armes geboren. Für die meisten Leute macht mich das zu einem Spion. Ich war ein Baby und konnte noch nicht mehr laufen, als ich das Land verließ. Meine Heimat ist das Schlachtfeld. Ach so. Ich glaube, dass diese Spione aus Armes auch nur benutzt wurden. Man hatte ihnen Informationen zugespielt. Beispielsweise, dass Zigai aus Armes stammt. Oder wie man in den Gang kommt, der in das Untergeschoss führt. Das Ziel war, Zigai fälschlicherweise zu beschuldigen, sodass er von den Heiligen Spielen disqualifiziert wird? Nicht unbedingt. Denk mal nach. Hätte man voraussehen können, was diese Typen aus Armes so tun würden? Und dass Shun ihre Stimmen hörte? Das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und es war kein wirkliches Ergebnis geplant. Ich wette, dass die Disqualifizierung von Zigai nur Zufall war. Nur ein Zufall? Wie schrecklich! Das ist dieser Bastard. Er legt Köder aus und lehnt sich dann zurück und wartet, wer sich in sich schnappt. Es macht ihm Spaß zu beobachten, wie sich Menschen in seinen Netzen verstricken. Das ist mit Belkut passiert. Es hätte sicher eine einfachere Möglichkeit gegeben. Aber er musste auch noch Marina mit hineinziehen. Das macht die ganze Sache spannender für ihn. Das ist ja schrecklich.
Giselle liebt Intrigen so, wie Kyle Frauen liebt. Er tut alles, wenn er sich davon ein Vergnügen verspricht. Und am Ende kriegt er immer das, was er will. Den Sieg bei den Heiligen Spielen? Ich hatte es schon mal gesagt, nicht wahr? So ein Mann ist er. Oder er ist so geworden. Eigentlich ist es genau das, was ich von ihm erwartet hätte. Giselle, verdammt, zur Hölle mit dir. Wir müssen ihn zur Rede stellen. Wir müssen Mutter informieren. Ja, das im Grunde auch, aber wir müssen auch zur Rede stellen. Aber zuerst Mutter informieren und dann zur Rede stellen. Vielleicht kann sie an diesem Ergebnis noch irgendwas rütteln. Das stimmt. Also, schnell informieren wir Ihre Majestät. Sonst muss die Prinzessin diesen Mann heiraten. Und Tsegai, er wird sonst exekutiert und er ist doch unschuldig. Wenn der Tod mein Schicksal ist, so nehme ich das hin. Das lasse es ich nicht zu. Auf jeden Fall müssen wir Arstadt informieren. Kommt! Yay! Brustine ist wieder dabei. Okay, also, ich rede nochmal kurz mit ihm. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, er hat Bock drauf zu sterben. Oder zumindest ist das sein Credo. Irgendwie lieber tot sein, als irgendwie hier irgendwie im Knast versauern zu dürfen oder sowas. Ich meine, er sagte ja, er ist ein Mann des Schlachtfeldes. Es lautet nur die verdammte Frage, wie zum Teufel komme ich wieder zurück? Aber ich glaube, das war, wir müssen einfach die große Treppe wieder laufen, glaube ich. Das war so, genau. War soweit der einzige Weg, der uns nach oben führt. Falls die Königin überhaupt noch da ist. Ich meine, die ganze Sache hat sich ja jetzt quasi mehr oder weniger erledigt. Aber gut, unsere Unterkünfte sind ja auch hier. Natürlich alles schön zusammengefällt, wenn hier mal ein Feuer oder sowas ausbricht. Oh, leider sind alle Adeligen umgekommen. Zeit für uns Godwins, uns auf den Thron zu setzen. Naja. Prinz, die Gemächer Ihrer Majestät befinden sich gar nicht in dieser Richtung. Warum hast du mir nicht gerade gesagt, ey Prinz, bieg mal links ab, okay? Ja, ich weiß, macht Sinn. Wer weiß das schon? Zimmer der Königin, das war wohl richtig. Gucken wir mal, was die gute Arstadt vielleicht noch dran ändern kann. Man, sie sitzt am langen Hebel. Depri-Stimmung. Welcome back. So, how is Belcourt? This looks like it's going to be a long story. Thank you for telling us. But everything you've said is just conjecture, is it not? But... We understand. Your guesses are probably correct. Thank you for finding out so much in such a short amount of time, but... there's still no proof of who is behind all of this. Isn't that right? That's true, but... but even if it is the truth, we can't take action based on conjecture. Arstadt? Du willst gar nichts tun? Können wir nicht etwas tun? I am not a god. I might be able to make accusations. But without proof, there's no chance for justice. If I could punish certain senators, I would have done it long ago. Arstadt. Arstadt? Of course. How foolish of me. There's no need for me to put up with any of this. All I have to do is become a god. After all, I am omnipotent, and I have powers befitting a god. Arshad! Your Majesty! To begin with, I must bring down judgment upon Lord Godwin for making a mockery of me and my beloved children. I'll do to Stormfist what I did to Lord Lake! Mutter. Arstadt. What? Did I? No, it's all right, my dear. Sorry about this. Oh.
Let me discuss this further with Farid. All of you are excused. Be very careful not to tell anyone about this. And please be especially careful Lim doesn't hear about it. She's still too young to know about such sordid things. In any case, I'll definitely take care of that business about Zagai. We certainly can't take the life of an innocent man. Yes. Thank you, Farid. Your Majesty, about that Dark Arcanum. Yes, I know. I'll see what I can do. Yes, thank you, Your Majesty. Ich weiß es nicht, ob ich das bei der letzten Folge in den falschen Hals bekommen hatte von den Informationen her, weil ich glaube, Evil Rico hatte mich darauf angesprochen, dass ich irgendwas falsch verstanden hätte oder sowas. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck gehabt, dass Giselle versucht hätte, dass eben Arstadt ihre Rune auch einsetzt. Und dazu ist es ja beinahe gekommen. Prinz! Ich vermute, das ist Lyor, nicht Lim Slayer. Oh, ihr seid schon wach? Guten Morgen, Eure Hoheit. Habt ihr nicht gut geschlafen? Ja, wer könnte nach solchen Geschehnissen gut schlafen? Du auch nicht? Nein, mir sind zu viele Dinge im Kopf herumgegangen. Oh, tut mir leid, ich sollte am frühen Morgen nicht gleich so grüblerisch sein. Ihre Majestät und die Prinzessin sind auch schon wach. Los, gehen wir. Doch wie wird es nun weitergehen? Können wir irgendwie Giselle noch überführen oder ist quasi alles verloren? Und Lim Slayer bekommt ein Arschloch zum Mann. Finden wir das mal ab der nächsten Folge raus, würde ich sagen. Von Let's Play Suikoden 5. Bis dann, euer Bernie und Ciao.